In Köflach drehte sich am letzten Samstag sprichwörtlich alles um die Kinder. Denn die Stadtgemeinde lud zum wiederholten Male zum Köflacher Kinder- und Familienfest ein. Ja, die Planung geht ja bereits über Jahre hinweg. Das ist ja bereits öfters passiert. Und dementsprechend ausgearbeitet wird es immer wieder von der Karin Krauthackl-Konrad und dem City Manager, den Kurt Riemer. Da sage ich Dankeschön, weil die bringen jedes Jahr wieder etwas Neues, damit die Leute auch wieder interessiert sind. Und den Kindern wurde beim Köflacher Stadtfest wahrlich ein mehr als umfangreiches Programm geboten. So konnten sie etwa auf einer eigens errichteten Kletterwand ihr Geschick unter Beweis stellen und beim Bullenreiten ihre Sattelfestigkeit testen. Aber auch die allseits beliebten Hupfburgen und Karussells sorgten bei den Kindern natürlich wieder für Begeisterung. Neu in diesem Jahr war beim Köflacher Kinder- und Familienfest aber nicht nur das Motto, nämlich Willkommen am Bauernhof, sondern auch die Fuzo selbst, denn diese erstrahlte sozusagen in neuem Glanz. Naja, die Fuzo hat eigentlich immer gestrahlt. Wir haben sie jetzt nur saniert und ich denke, wir haben sie relativ günstig und auch sehr wirkungsvoll saniert. Wir haben die Fahrbahn mit Asphalt gemacht. Und ich bin sehr froh, dass man sich jetzt daher wieder dementsprechend gut bewegen kann. Vor allem für die älteren Leute, wenn sie mit den Rollators unterwegs sind. Und wenn man da rüber schaut, glaube ich, das ist ganz gut gelungen. Ein Dankeschön auch an unsere Planer in der Gemeinde, den Ingenieur Marc. Und das ist ja alles rechtzeitig fertig geworden. Und ich hoffe, dass das bei den Leuten sehr gut angenommen wird. Ob es nun aber die sanierte Fuzo oder vielleicht doch eher die vielen Attraktionen waren, die Stimmung beim Köflacher Kinder- und Familienfest war einmal mehr grandios und vor allem die Kinder haben den Tag zweifelsohne genossen.